Digitales politisches Direktmarketing, so heißt die Wahlkampfstrategie, die Donald Trump den Erfolg gebracht hat. Umgesetzt hat sie sein Schwiegersohn, Jared Kushner. Jared Kushner hat dabei auf drei Elemente besonderen Wert gelegt. Er brauchte peinliche Informationen, um die Gegnerin bloßzustellen. Diese peinlichen Informationen können dann zu Fake News ausgebaut werden. Aber an diese peinlichen Informationen kommt man nur durch Cyberangriffe. Man muss sie erbeuten von fremden Servern. Zum Zweiten hat er mit Social Bots gearbeitet, mit Propagandarobotern, von denen Donald Trump 4 Millionen im Einsatz hatte. 4 Millionen Propagandaroboter haben für Donald Trump Stimmung in den sozialen Netzwerken gemacht. Und zum Dritten hat er sehr stark sich solche Algorithmen bedient, mit denen man individuelle Botschaften an einzelne Wähler automatisch erstellen kann und verschicken kann und diese Wähler direkt ansprechen kann in ihren Ängsten, in ihren Erwartungen, in ihren Befürchtungen, in ihren politischen Vorstellungen. Dabei wird teilweise das Blaue vom Himmel herunter versprochen. Um die Umsetzung muss man sich hinterher dann nicht mehr unbedingt kümmern. Nun diskutieren sehr viele Menschen in Deutschland die Frage, welche Elemente aus diesem Trumpschen Wahlkampf können wir denn für die Bundestagswahl, für den Bundestagswahlkampf in diesem Jahr erwarten? Was wird auch schon umgesetzt? Was wird in den kommenden Monaten da noch auf uns zukommen? Vor allen Dingen aber, welche Elemente wollen wir wirklich zulassen? Welche Elemente wollen wir verbieten? Wie wollen wir uns dagegen wehren, dass auf einer rein technischen Basis Social Bots, Fake News, Big Data Algorithmen hier im Wahlkampf eingesetzt werden? Denn die Gefahr ist klar. Letztlich bewirkt der Einsatz eines solchen digitalen politischen Direktmarketings die Automatisierung der politischen Meinungsbildung. Und das ist gefährlich für die Demokratie. Wir analysieren genau in Duell der Bots, Wahlkampf der Algorithmen, wie Trump und sein Schwiegersohn, das gesamte Wahlkampfteam, diese Mittel eingesetzt haben, was sie bewirkt haben, die technischen Voraussetzungen dafür. Und wir schauen genau hin, welche technischen Voraussetzungen sind in der Bundesrepublik Deutschland gegeben, wie könnte es eingesetzt werden, vor allen Dingen aber, wie reagiert die Politik darauf, wie können wir das verhindern, wie können wir einen Diskussionsprozess hinbekommen, welche dieser digitalen Methoden wir zulassen wollen und welche nicht.